Hallo, heute möchte ich euch ein Trash-Päckchen zeigen, das ich mit der lieben Loki gemacht habe. Ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Dort hatten wir aussortierten Krimskram, also kosmetischen Krimskram, uns dann hin und her geschickt. Ich denke mal, was ein Trash-Päckchen ist, kennt ihr mittlerweile. Jetzt muss ich einmal so machen. Dieser Karton kam bei mir an. Ihr seht, das ist eine Umverpackung von der Schön-für-mich-Box. Der ist komplett voll. Ich würde euch ja. Ich gucke mal, ob es klappt. Ich hätte ihn nämlich schon geöffnet, um reinzugucken. Also so sieht es aus. Und ich möchte euch jetzt natürlich zeigen, was drin ist. Es ist nicht alles vom Trash-Päckchen. Da ist auch noch gleichzeitig ein Weihnachtsgeschenk drin. Wir hatten dann gesagt, wir schicken uns das zusammen. Das zeige ich euch natürlich jetzt nicht. Aber den Rest würde ich euch jetzt gerne zeigen. Und wir fangen auch ohne langes Reden einfach mal an. Direkt reingeschaut hatte ich noch nicht. Nur einmal aufgemacht. Um zu gucken, ob irgendwie was ausgelaufen ist oder so, aber nur oben aufgeschaut und nicht weiter drin rumgewühlt. Daher ist es für mich auch noch ganz interessant. Ich weiß noch nicht, was alles drin ist. Und ich würde sagen, wir fangen dann direkt mal an. Ich habe hier mindestens vier Haargummis. Die lagen nämlich gerade alle zusammen. Es sind sogar fünf. Einmal so ein braun mit so Kügelchen. Dann hier so ein rosan mit so einem Schleifchen. Ich denke mal, das ist wieder was, wo sich definitiv auch meine Mädels drüber freuen. Haargummis im Allgemeinen. Haargummis, ja. Genau. Haarreifen meinte ich die ganze Zeit. Dann so einen silbernen mit. Kann man das erkennen? Ja, ne? So Glitzersteinchen an so einem Wellenoptik. Dann kommt noch einer. Na, lass mal los. Auch in Silber. Ihr seht, er glitzert. Er funkelt. Er glitzert. Also, und noch der. Das ist jetzt schon Haar vor mir dran, ne? In so einer Leo-Optik. Also, ich bin nicht ganz der Haarreifenträger, außer zum Masken auflegen und auch beim Schminken zum Beispiel. Ich habe immer einen schwarzen. Oh, ich sehe aus heute, ne? Einen schwarzen Haarreifen. Ich denke mal, den dünnen Braun, den ich euch am Anfang gezeigt habe, der wird dann in meinem Besitz wandern. Den Rest, den werde ich meinen Mädels geben. Da werden die sich riesig drüber freuen. Und, alles sehr schön. Dann habe ich hier so eine Haarspange in Schleifenform. In einem Pfirsichton, würde ich bald sagen. Champagner. Also es ist eine Haarspange. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich was für meine kleine Tochter sein, weil sie braune Haare hat. Da wirkt das besser. Meine Große hat auch ganz helle Haare. Ich denke mal, da wirkt das nicht ganz so. So, dann machen wir gleich mal weiter. Hier ist von Essence. Ein Pocket Lip Gloss in der Farbe 02 Charmin Secrets. Machen wir auch sofort einmal auf und gucken einmal rein. Dort sind noch zwei Lipglosse enthalten. Ihr seht beides in zarten rosa Tönen. Einer ein bisschen heller, einer ein bisschen dunkler. Sind von der Größe total niedlich. Kriege ich mal raus. Also steht auch drauf Essence. Von der Größe total niedlich. Perfekte Handtaschengröße, würde ich sagen. Aber ich trage ja kein Lipgloss. Dadurch wird das dann auch im Sitz meiner Mädels wandern. Wenn die das entdecken, was die schon wieder alles dann in der Hand gedrückt bekommen, werden die sich riesig freuen. So, dann sehe ich, hier ist noch ein Lipgloss. Einmal so, so eine Palette. Könnt ihr sehen, also die glitzert auch ganz extrem. Schaut mal. Ich mache die auch noch mal kurz auf. Ja. Da ist so noch ein Spiegelchen mit drin und ein Pinselchen. Hier so ein. Und dann einmal hier die Glosse, weil ich will den Spiegel euch jetzt nicht reinhalten. Ich möchte euch nicht blenden. Also sie sehen auch komplett noch unbenutzt aus. Ich dachte, wir machen Trash-Päckchen, liebe Cindy. Und keine Neuwaren-Päckchen. Wie gesagt, das Lipgloss ist nicht meins. Dadurch für die Mädels, aber definitiv freuen die sich über sowas. Und daher ist es definitiv auch was sehr Schönes. Dann kommt einmal von Kalenz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mini-Lippenstifte. Yves Rocher sehe ich hier unten gerade. So, oh, das spiegelt hier aber auch schon wieder alles. So, ihr könnt einmal schön gespiegelt alles sehen. ich weiß das nicht. Ich packe euch die mal aus, weil das spiegelt gerade so. Die Verpackung ist sehr, sehr glänzend. Und da sind 5x5, 0,5 Gramm Lippenstift drin. Und ja, klappt leider nicht mit dem Zeigen. Also das sind so eine kleinen Lippenstifte. Ich mache euch mal ein
Also Lippenstift Nummer 1. Hey, fokussiere mich wieder. Sehr gut. So sieht der aus. Lippenstift Nummer 2. Das ist so ein Rotton. Ich mache den Strich gleich daneben. Ja, so ein Rotton da unten. Die Nummer 3. Das ist so ein Braunton, würde ich sagen. Der ist sehr zart, wenn ihr den sehen könnt. Also sehr zarter, neutraler Duft, ja. Eine neutrale Farbe, schön für den Alltag. Lippenstift Nummer 4 von 5. Der ist aber kräftig. Und schön, der ist schön dunkelrot. Also nicht extrem dunkel, aber so ein schönes, kräftiges, leicht dunkles Rot. Und ein heller Braunton. Machen wir auch mal einen Strich drunter. Der ist auch wirklich sehr gut für den Alltag. Also so sehen die 5 Lippenstifte aus. Und ja, das ist schön. Also kleine Mini-Lippenstifte kann man immer gut gebrauchen, denke ich. Schon alleine für die Handtasche und dann muss man sehr eine große nicht mitnehmen. Mein guter Lippenstift ist jetzt auch nicht so groß, aber ich hatte ja damals auch die von Avon, die ganzen Menge, die ich euch dann nach und nach in den Aufgebraucht immer gezeigt habe. Ich mochte die auch sehr gerne mitnehmen. Ich finde das immer sehr praktisch, weil die kriegt man auch zur Not in der Tasche, in der Jackentasche oder so rein. Dadurch finde ich das sehr praktisch. So, dann machen wir gleich mal weiter. Hier hängt was zusammen. Das gehört nicht zusammen. Hier ist einmal ein Notizblock und ein Stift. Ein Buntstift. Das finde ich eigentlich total niedlich. Also einen Notizblock kann man immer gebrauchen. Ich mache das mal kurz auf, weil das seht ihr leider gar nicht so wie ich. Dahinter ist noch so ein kleines Büchlein drin. So ein Infobüchlein dazu. Der Notizblock ist jetzt nicht nur, er hat verschiedene Farben. Ich finde, einen Notizblock kann man immer gebrauchen, das ist ganz gut. Das ist Klebenotizblock. Und den Buntstift schreibe ich ab und zu auch mit. Und wie gesagt, ich habe auch meine Mädels, die haben einen großen eine Kiste. Das ist eigentlich ein Eimer, da stecken wir mal die ganzen Buntstifte rein. Und da wandert er dann auch rein, weil da greife ich auch zu und nehme mir die Stifte raus, wenn ich einen brauche. Dann ist hier eine Probe drin. Was ist denn das? Ich denke mal auch ein Lippenstift. Ich kann kein Chinesisch. Also ich denke mal, das ist ein Lippenstift, soll das darstellen, weil es ja hier abgebildet ist. So eine Probe von Agnes B. Da oben könnt ihr es lesen. Also es ist leider hinten drauf nicht zu lesen. Eine Farbbezeichnung. Burgunder Süd, würde ich sagen, ist die Farbbezeichnung. Da. Das ist ein ganz kräftiges, dunkles Rot. Bin ich gespannt, wie er ist. Und da schauen wir auf jeden Fall mal. So, dann nehmen wir mal das nächste. Von Indra. Da unten steht, das sieht man leider wieder nicht, weil das hier so spiegelt. Ein Eyeshadow. Ich denke mal in der Farbe Inspiration. Hier steht Berlin Cosmetics noch mit drauf. Ich denke mal, das Inspiration ist die Farbbezeichnung, aber definitiv hier die 40. Der sieht ja auch noch komplett unbenutzt aus. Der sieht auch wirklich noch komplett unbenutzt aus. Guckt mal. Da ist so ein kleiner Pinsel mit Applikator mit drin. In so einem ganz hübschen, zarten Ton. Ich habe jetzt auch einmal reingetippt. Der nutzt sich ja kaum ab. So, ihr seht, ein ganz, ganz zarter, schimmernder Ton. Ein schön natürlicher Ton. Hier unten habe ich den hingemacht. Am Finger. Aber sehr glänzend. Das ist ein echt schöner Farbton. Für den Alltag ist der eigentlich perfekt. Nicht deine Welt? Kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde ihn echt schön. Greifen wir mal wieder rein. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so. Doch, es spiegelt auch. Muss ich wieder so halten. Two-in-one Glitter steht hier. Also, denke ich mal, hat sich das auch gerade geklärt. Das machen wir auch nicht auf. Das ist ein Glitzerpuder. Shimmerpuder, da kann man das gut lesen. Das
leider jetzt nicht drauf, von wem, oder ich bin zu doof. Two in One Glitter, mehr finde ich jetzt hier nicht. Hier ist so ein... Oh, jetzt glitzert hier schon alles. Ist gleich hochgekommen, das Glitzer. Hier ist so ein Puschel mit drin. Ne? Der ist auch komplett gerade voll, wie ihr seht. Und ja, so sieht es gerade aus. Es ist eben richtig aufgestaubt. Ich glaube, das konnte man in der Kamera nicht sehen. Und wenn ich schon am Finger habe, verreiben wir es doch gleich mal. Jetzt mir jetzt hier auf dem Handballen verreiben. Guck mal, wie ich jetzt hier schimmer. Das ist aber ein extremer Schimmer. Ich habe die Finger voll. Okay. Also es ist... Der Puschel ist toll. Das Einzige, der ist wirklich proppenvoller Glitzer. Ich muss mal gucken, wie ich den ein bisschen weniger Glitzer rankriege. Weil so kann ich den... Wenn ich den jetzt raushole, dann glitzert alles. Ich glitzer auch schon komplett, sehe ich gerade. Aber machen wir mal weiter. Von Ellen Beatrix. Ein loses Silberpuder. Steht da, ist hier eine Farbbezeichnung. Angel Shimmer steht dort. Okay, steht da vorne auch. Aber dann gleich, ihr seht, es spiegelt sich dann alles. Machen wir auch einmal auf. Ja, so sieht es offen aus. Da es auch wieder lose ist, muss ich mal ein bisschen gucken. Hier ist noch so ein Gitter drauf. Und dann kommt der Puschel, den kann ich hochnehmen. Aber sehr stabil. Und dann ist hier, ja, das kann ich euch sogar drehen, nochmal extra eine Plastik. Und darunter ist der Glitzer, der Schimmer. Das ist ein helles Braun, das ist ganz hübsch. Und wenn ich so mache, also ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, aber das funkelt, das ist richtig doll. Da ist schön, dass der so verpackt ist, dass ich euch das zeigen konnte von innen. Ja. Kann ich aber glitzern dieses Jahr noch, ne? Oh, weil so viel Glitzer. So, machen wir weiter. Jetzt kommt... Irgendwie habe ich alles voller Glitzer jetzt geschmiert. Da glitzert auch alles drin. Also wenn ich hier wische, nicht wundern. Ich habe alles verglitzert. Von Miriale. Miriale International. Kommt eine Palette. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das ein Lipgloss oder eine Lippenstiftpalette ist. Optisch würde ich sagen, es ist eine Lippenstiftpalette. Ich mache das einmal auf. Hier ist auf jeden Fall ein Pinselchen drin. Ein beidseitiger. Hier steht irgendwas, aber es ist so klein. 5 Lippenstift, okay. 5 Nutrons und Lippenstift, hier seht ihr sie. Ist jetzt ein bisschen beschlagen, weil ich habe die im kalten Raum stehen gehabt und hier im Schlafzimmer ist es richtig warm. Dadurch wundert euch jetzt nicht. Das ist alles ein bisschen beschlagen, auch die Spiegel, die ich hier aus dem Paket tue, weil es alles eiskalt ist. Also ihr seht 5 sehr kräftige Farben hier. Also ich gucke sie mir an, ich teste sie aus. So sieht dies aus. Ich habe einmal ganz kurz reingeditscht. Da muss ich wirklich schauen, weil eine Lippenstiftpalette an sich hatte ich noch nicht. Weil ich meistens mir dann den Lippenstift einzeln kaufe zum Mitnehmen. Also da muss ich echt gucken und testen. Ich kann mir jetzt kein Urteil bilden, bevor ich es ausprobiert habe, ist klar. Oh, liebes Loki. Ich sehe, du hast mir hier endlos viele Nagellacke reingeschmissen. Ich war so froh, dass ich ein paar los wurde. Und ich glaube, du auch. Hier ist was aufgegangen. Ah. Hier ist was aufgegangen. Ich habe nämlich gerade den Deckel in der Hand gehabt beim Reingreifen. So, es ist so ein... Auf jeden Fall so ein Pinselchen schon mal. Da ist nämlich der Deckel abgegangen. Noch mehr Schimmer. Du möchtest wirklich, dass ich glänze, ne? Also es ist noch ein Schimmerpuder. Color Institute. Noch ein Schimmerpuder. Mit einem Pinselchen oben drauf. In einem... Ja, kann man gut sehen, ne? In einem Braunton. Muss ich auch ausprobieren... Hier eine Farbbezeichnung? Ne, eine Farbbezeichnung ist leider nicht, steht nur Schimmerpuder. Muss ich testen, weil so viel schimmern kann ich doch gar nicht. Also es wird definitiv ausprobiert, aber relativ selten benutzt, weil wozu kann ich euch nicht sagen. Es gibt wenige Gelegenheiten, wo man dann sowas aufträgt, sag ich mal.
Jedenfalls aktuell bei mir. Aktuell ist eigentlich relativ ruhig alles. So, dann geht es weiter mit einem Eyeshadow von Yves Rocher. In der Farbe 41 Morph Crystal steht dort. Das ist ein hübscher lila Ton, also ein sehr hübscher lila Ton. Ein helles Lila, es geht schon bald ins Flieder rein. Aber auch ganz zart wieder. Oder ist einfach schon zu dunkel? Nee, ist wirklich ein ganz zarter Ton. Seht ihr da? Dort seht ihr den. Also es ist ein ganz zarter, hübscher lila Ton. Der lässt sich auf der Hand jetzt schon super verblenden. Also der ist wirklich sehr hübsch. Und auch super weich eben beim Reinfassen, wenn man das so sagen kann. Dann habe ich hier was Eingepacktes, was in Folie gepackt ist. Im Leo Optik. Es ist ein, ich vermute mal, also ich vermute mal ein Gürtel. Ich packe es mal aus. Ich will das bloß nicht voll glitzern. Ja, also es wird ein Gürtel sein. Da ist eine Schnalle, dann so diese Leo-Optik. Da werde ich euch auch ganz direkt sagen, das wird dann im Besitz meiner Kinder wohl übergehen. Weil Leo-Optik und ich bin auf diesen Zug nicht aufgesprungen damals, wo das so ganz modern kam. Es war nicht meins. Ich mag diese Tier-Optik in Sachen Kleidung nicht so unbedingt. Aber entweder lasse ich es im Besitz meiner Kinder gehen oder auch für, helft mir mal auf die Sprünge. Für Faschingskostüme oder sowas kann man den auch sehr gut benutzen. So, jetzt hole ich einmal hier. Also ich sehe, hier sind enorm viele Nagellacke gerade. Ich hole mir die gerade mal zusammen. Ich zeige euch jetzt die ganzen Nagellacke. Meine Stimme geht gerade etwas weg. Einmal hier von Revaldi Loop. Also meine Stimme haut ab, es tut mir leid. Ein schimmernder Nagellack. Soll es nicht mich fokussieren. Ich hoffe, ihr könnt das lesen, weil langsam wird das recht dunkel hier drinnen. Revaldi Loop in der Farbe 06. Das ist so ein Gold. Rosa schimmernder Lack. So sieht er aus. Ist eine hübsche Farbe. Oh, da ist eine Kugel drin. Es ist eine sehr hübsche Farbe. Ich teste ihn auch aus, aber ich hatte. Meine Stimme haut ab, es tut mir leid. Ich hatte bis jetzt aber immer Pech mit Revaldi Loop, dass die bei mir nicht vernünftig getrocknet sind. Ich hoffe doch, dass sie trocknen, weil der und den ich euch jetzt auch zeige, die sind wunderschön. Ist auch eine Kugel drin. Das ist so ein ganz helles Gold, auch von Revaldi Loop. Wie ihr seht, so ein ganz, ganz hübsches helles Gold. Ja gut, ignorieren wir mal meine Fingernägel. Ich wollte die heute eigentlich machen. In der Farbe 309. Leider keine andere Farbbezeichnung. Quick Dry Nail Color. Also ich probiere sie auf jeden Fall aus, weil sehr hübsche Farbtöne sind es. Ich hoffe, sie trocknen diesmal bei mir. Das muss ich auch sagen. Ultra Quarz mit Quarz, extra Härte, Schutzhaftung, okay. Ich habe jetzt gerade den in der Hand, den ich euch jetzt zeige. Das ist definitiv, ich habe mich schon verliebt. Ich finde den Farbton jetzt schon wunderschön. Ein sehr hübscher Blauton von Manhattan. Ihr seht, der hat irgendwie sowas Metallisches. Ich habe mich jetzt schon drinne verliebt. So, er schimmert im leichten, dunkleren Blau noch beim Drehen. Hier ist leider keine Farbbezeichnung dran. Aber ich finde ihn jetzt schon sehr hübsch und ich mag Manhattan-Lacke ja sowieso sehr, sehr gerne. Und über den freue ich mich auf jeden Fall riesig. Dann von ND24, Darling, sagt mir gar nichts, die Firma. Ein Rotton, keine Farbbezeichnung leider. Eine sehr große Flasche, wie ihr seht, da sind sogar 15 Milliliter enthalten. So ein knalliges Rot, das ist ein sehr hübsches Rot. Da ist eine Kugel drin. Ich habe das, wenn ich einen Nagellack mit der Kugel habe. Ich muss immer mehrmals schütteln. Da muss ich wirklich schauen, ob ich den Farbton schon habe, weil ich habe viele verschiedene Rottöne. Ich hoffe nicht, weil ich finde den Rotton hübsch. Wäre nämlich schade, wenn ich ihn doch schon hätte, weil ich habe gesagt, ich hebe keine doppelten Farbtöne mehr auf. Dann von L'Oréal ein ganz zarter Rosaton. Also seht ihr hier,
Jet Set Shine. Da. Ja, also es ist ein schimmernder Rosaton in der Farbe 407. So könnt ihr es sehen, ja. 407 ist auch ein sehr, sehr hübscher Farbton. Also das ist auch sehr schön. Ich hoffe, die beiden von Rivaldi Look trocknen bei mir, weil ich finde die Farbtöne so hübsch. So, dann kommen noch 6 Fläschchen, die ich jetzt hier so gerade habe. Stehen bleiben. Dann einmal Morgwins International. Leider nicht zu sehen, von wo. Das ist ein Braunton, ein schimmernder Braunton. Also ist leider nicht, ich weiß nicht, was das ist für eine Firma. Hier steht nur drauf Morgwalls International. Fokus hier, nicht mich. Mehr oder weniger. Das ist jetzt so eine Farbe, die kann ich euch noch nicht sagen, ob es meine wird. Aber braun im Nagellack habe ich zum Beispiel gar nicht. Oder doch, ich glaube 2 mittlerweile. Aber auch nur für Kleinigkeiten. So, dann kommt hier einmal, der ist auch sehr hübsch. In der Farbe 222 Golden Peach. Muss ich euch hier gleich mal zeigen. Da steht das, da. Der ist von Alan Bettrix. Nailfinity, also ist eine sehr hübsche Flasche, schaut mal. So ein goldener Lack. So ein ganz helles Gold, extremer Schimmer drin. Ich finde den wunderschön. Die Flasche finde ich auch sehr schön. Aber da sehe ich, den hast du auch gerne gemocht. Dann trennst du dich von dem. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Also der gefällt mir sehr. So, und jetzt habe ich hier noch 4 Fläschchen in der Hand. Ich denke mal, die gehören so zusammen. So, weil die passen so, so perfekt ineinander. Schaut mal. Einmal hier so ein goldener Lack und dann dazu so eine Kaviarperlen. Lack Kaviar von Neil Vanish KTN. KTN steht hier noch mit drauf. Kann man wahrscheinlich nicht lesen. Ah, Boulevard. Vom Boulevard. Ist eine Farbbezeichnung? Nee. Keine Farbbezeichnung. Aber ich habe auch Boulevardlacke. Ich glaube, ich habe 2 Boulevardlacke und ich weiß, dass die super decken. Und der goldene Lack hat einen echt schönen Farbton. Um Kaviarperlen muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich noch gar keine Erfahrung gemacht. Und das muss ich dann mal gucken, ob ich das ausprobiere. Aber der Lack ist an sich sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch einmal vom Boulevard auch noch mal wieder 2 Fläschchen. In einem altrosa, schönes Lila gehende. Auch eine sehr hübsche Farbe. Und hier ist so ein, das sieht aus wie Zuckerwatte. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hier steht nur Velvet drauf. Aber es sieht aus wie Zuckerwatte, auch für die Nägel. Sowas habe ich zum Beispiel schon mal gehabt. Habe ich gehabt, kann ich euch gerade gar nicht genau sagen. Und fand das sehr schön. Das gibt so einen plüschigen Film. Als kleines Highlight fand ich das immer sehr schön. So, wir sind fast durch. Ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Dann geht es weiter mit einer Mascara. Von, ja, schön alles gerade spiegelt. Weil ich nutze das Fenster noch, um das letzte Restlicht einzufangen. Von Max Factor, The Velvet Volume Mascara, Flash Lash Effect Mascara in der Farbe Schwarz. So sieht sie aus. Da es ja ein Twash ist, denke ich mal, hast du die Bürstchen schon aufgehabt und ich stelle mir die hin zum als nächstes benutzen. Sie hat aber ein hartes Bürstchen beim Rausziehen. Sie hat ein Gummibürstchen. Kann man, denke ich, mal gut erkennen. So eben beim Rausziehen? Nö, Bürstchen sind weich. Das fühlte sich gerade so hart an. Aber jetzt so beim Gegenwackeln ist doch ein sehr weiches Bürstchen. Und einmal von. Vielleicht kriege ich euch das gezeigt. Ja, das kann ich euch zeigen. Von Altera, von der Naturkosmetikmarke. Butterlanden Mascara. Butterlanden Fly Mascara. In der Farbe.
Ausschnaufen. Es ist vegan. Ah, da unten. In der Farbe schwarz. So, gucken wir uns auch mal das Bürstchen an. Ich hatte nämlich gerade geguckt. Also ich kann es aufdrehen, aber das ist Siegel auch schon mal offen. Oh, das ist aber ein großes Bürstchen, schaut mal. Ich habe es jetzt nicht abgekratzt oder so. Aber schaut euch mal. Das ist echt ein großes Bürstchen. Das hat so eine leichte, ich weiß nicht, kann ich das... Die eine Seite ist flacher, als wenn ich so mache. Es ist breiter und so ist es flacher. Und es hat so eine leichte Wellenform noch mit drin. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera sehen konnte. Weil ich kann das zum Beispiel gut sehen. Das Bürstchen ist ja super weich. Bin ich gespannt auf beide. Ich glaube, die habe ich sogar auch stehen, aber noch nicht mal probiert. Die von Max Factor. Ich muss ja sagen, Max Factor, ich hatte eigentlich bis jetzt mit jeder Mascara immer so ein bisschen Probleme mit meinen Wimpern. Obwohl ich die finde, Max Factor macht immer so eine super intensive Farbe. Und dadurch muss ich echt gucken. Noch mehr Schimmer. Du möchtest echt, dass ich schimmer, ne? Einen Körperschimmer. Von The Color Institute. Also sagt mir gar nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Das ist so ein braun-goldener Schimmer. Ja, schimmert golden. Und ich denke mal, das kann man nachher im Sommer gut benutzen, um so kleine Highlights zu setzen. Das ist eine schöne Tube. Und ja, also kann ich ordentlich schimmern. Ich muss aber gerade dazu sagen, passt eigentlich doch ganz gut mit dem ganzen Schimmer. Weil im Kindergarten müsste jetzt Anfang nächsten Jahres wieder Fasching sein. Und die Mädels gehen als Prinzessinnen, die haben so hübsche Prinzessinnenkostüme. Und das kann man bestimmt sehr gut mit Schimmer aufwerten. Das Outfit. So, dann geht's weiter. Hier sind noch drei Teile. Ich zeige euch mal gleich das Teil, das am meisten gelitten hat. Wo nämlich der ganze Glitzer drauf gelandet ist vorhin. Das ist von Salt House. Totes Meer. Therapie, eine Körperlotion. pH hautneutral, feuchtigkeitsspendende Formel mit totem Meersalz, Mineralien und Urea. Für trockene, empfindliche Haut kommt ja im Moment wie gerufen bei mir. Und 250 ml sind drin. Kommt wie gerufen, weil durch... hier oben steht bewährte Rezeptur, das hat mich gerade aus dem Konzept gebracht. Durch die Hormonumstellung kennt ihr, denke ich mal, auch alle, die Kinder haben, wissen, nach der Geburt, ungefähr 4 Monate später fängt ja diese extreme Hormonumstellung an. Bei mir waren es jetzt ein bisschen nach 5 Monaten und ich bin noch mittendrin. Die riecht aber neutral. Also das ist jetzt kein aufdringlicher Geruch. Sie riecht irgendwie so leicht, weiß ich nicht, wie eine Krankenhausseife. Sie riecht leicht wie eine Krankenhausseife. Aber jetzt nicht unangenehm oder so. Zieht auch gut ein. Muss ich gucken. Muss ich gucken, wie sie ist. Weil vom Einziehen an den Finger ist es super angenehm. Es war eine weiße Creme. Also sie ist angenehm. Ich habe jetzt momentan noch einen großen Pott mit 500 ml in Gebrauch. Wenn der leer ist, nehme ich dann die, weil sie ist angebrochen. Genau, und durch die Hormonumstellung, das wollte ich ja gerade sagen, habe ich halt das Problem, ich habe extrem trockene Haut bekommen. Das kenne ich gar nicht so doll. Und auch empfindliche Haut. Sachen, die ich vorher immer genutzt habe, kann ich auf einmal nicht mehr ab. Und es macht keinen Spaß im Moment. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Die Haare leiden auch drunter. Ich habe mir jetzt schon ein teureres Shampoo gekauft, was ich dann zweimal die Woche mit anwende, damit der Haarausfall weniger wird. Bis jetzt hilft es auch und ist halt so. So, machen wir weiter. Nochmal von Salt House, Totes Meer Therapie. Passend zu der Creme. Ihr seht überhaupt nichts, ne? Genau, fokussiere den. passend zu der Creme eine Waschcreme. Er fokussiert, meine Kamera fokussiert gerade das Gesicht da unten, deswegen sagte ich, fokussiere ihn. Da sind 200 ml enthalten. Extra milde Reinigung mit Nachtkerzenöl. Beruhigt die Haut, spendet Feuchtigkeit. Ich hatte schon mal eine Creme mit Nachtkerzenöl, eine Bodylotion, die war sehr gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Also das Duschgel, genauso wie die Creme, haben die den Transport nicht so berauschend überstanden. Und das hatte ich erst bei der Creme auch, das muss ich nachher erstmal sauber machen. Aber man weiß ja, wie DHL mit den Sachen umgeht.
stelle ich mir ins Bad, probiere ich aus und mal gucken. So, dann geht's weiter. Wo wir gerade beim Haarausfall sind, kommt noch passend von Veed eine Enthaarungscreme. Silken Fresh Technology. Enthaarungscreme, muss ich sagen, habe ich schon ewig keine mehr benutzt. Ich hatte damals auch immer Veed. Hab's dann aber irgendwann, bin ich dann von Enthaarungscreme auf den Epilierer umgestiegen. Die ist mit Aloe Vera für sensible Haut. Ich teste sie auf jeden Fall aus. Und genau, ich teste sie aus. Mal gucken, ob ich mit ihr klarkomme. Weil ich weiß, ich hatte damals eine... Das wird immer ziemlich warm, bevor man die abmacht. Und daher ist es gar nicht so einfach mit der Enthaarungscreme. So sieht die Tube aus. Hast du die überhaupt nachgetestet? Sieht so komplett unbenutzt noch aus, so ungedrückt. Also die Aufmachung von der Tube ist sehr hübsch. Und dann hat man so einen, na komm mal raus, und so einen Schieber hier dazu. Das hast du gar nicht ausprobiert, ne? Weil die Tube ist, die ist komplett voll. Und dann schiebt man sich ja die Creme wieder runter. Mal gucken, wie sie ist. Ich denke, ich werde berichten, wenn sie dann leer ist oder wenn ich mit ihr nicht klarkomme. Man weiß es ja nicht. So, das war jetzt das Letzte. Ich habe jetzt hier, ich mache mal kurz so. Ihr seht, ich habe hier ordentlich stehen. Na, so. Und genau. Hier habe ich alles hingestellt gehabt. Das ist eine ganze Menge, was da gekommen ist. Paket ist noch nicht leer. Das kann ich euch auch direkt sagen, weil, wie gesagt, da waren noch Sachen drin für Weihnachten. Die mache ich jetzt nicht leer oder nicht auf. Die hatte sie hier mit eingepackt. Das sind auch noch... Hatten wir nämlich gesagt gehabt, dass wir das gleich mit reinpacken. Das ist separat verpackt. Und das mache ich dann erst zu Weihnachten auf, weil es ja ein Weihnachtsgeschenk. Jetzt bin ich nicht mehr im Bild. Und ich würde sagen, dann war es das auch mit dem Video. Leider habe ich an dieser Kamera keine Ahnung, wie lange ich euch voll geschwatzt habe. Sie hat keine Zeitanzeige. Aber ich würde sagen, ich habe irgendwie... Gut, ich höre jetzt auf mit Grimassen schneiden. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich habe wirklich sehr, sehr viel von der lieben Loki bekommen. Genau, ihren Kanal verlinke ich ja unten, hatte ich euch, glaube ich, auch schon gesagt. Es sind einige schöne Produkte bei. Auch interessant, weil manches hätte ich mir davon selber zum Beispiel nicht gekauft. Und das einmal auszuprobieren ist auch sehr interessant. Oder auch Yves Rocher. Ich habe Ewigkeiten schon nicht mehr im Yves Rocher eingekauft. Und dadurch auch kaum noch Yves Rocher Produkte im Haus. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!